Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben alle einen Platz gefunden oder sind zumindest in der Nähe eines Platzes, den Sie in Kürze einnehmen. Wir würden gerne anfangen. Ich darf Sie recht herzlich zur Weihnachtsvorlesung begrüßen. Physikalische Experimente, weihnachtlich präsentiert, ist das Motto. Die Vorlesung wurde vorbereitet von den Lehramtsstudenten im fünften Semester in enger Zusammenarbeit mit der Mannschaft von der Vorlesungsvorbereitung, insbesondere dem Herrn Kressierer und dem Herrn König. Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Vergnügen und darf jetzt an die Studenten weitergeben. Guten Tag und herzlich willkommen zur Weihnachtsvorlesung 2007. Wir bitten Sie nun, Ihre Plätze einzunehmen und sich in eine bequeme Sitzposition zu begeben, da wir in Kürze beginnen möchten. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Handys ausgeschaltet sind. Aufgrund des Nichtraucherschutzes sollte auf das Rauchen verzichtet werden. Bitte hinterlassen Sie den Hörsaal so, wie Sie ihn das nächste Mal gerne wieder vorfinden möchten. Um den Verlauf der Vorlesung nicht zu stören, möchten wir Sie bitten, auftretende Fragen an Professor Pfleiderer zu richten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. When we kiss goodnight, how are going out? Servus, ich bin der Nikolaus. Ho, 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 fröhliche Weihnachten alle zusammen. Servus bei unserer Vorlesung 2007 zu Weihnachten. Bitte setzt euch alle mal alle hin. Macht's die Handys aus, weil die verreckten Dinge regen mich dann auf. Wir haben auf dieser Veranstaltung jetzt ausnahmsweise mal ein absolutes Rauchverbot. Wenn ich sage absolut, meine ich Weihrauch nicht. Also Weihrauch schon dann, ja? So. Wir haben hier im Vorlesungssaal 4 Plätzchen versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten. Die sind hier drin, die müsst ihr nur finden. Bitte schmeißt auch keinen Müll durch die Gegend, weil letztes Jahr waren die Reinigungskosten exorbitant. Keine Fragen bitte stellen, weil erstens stört das ungemein und zweitens gehört es sich einfach nicht, dass man während einer Vorlesung Fragen stellt. Das geht nicht. Wenn Sie wirklich dann Fragen habt, dann geht ihr zum Christian, der weiß Bescheid, der hockt da vorne, den kennt ihr, das ist der, wo ein wenig Schwäbisch schwätzt. Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss in eigener Sache was erzählen. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, dass man mit Schenkerei aus gutem Herzen und dieser ganzen Scheiß nichts verdient. Und wegen der Reformen im sozialen Bereich hat mir jetzt die bayerische Staatsregierung den Nusszuschuss von 3 Nuss pro Kind gestrichen, weil ich mich geweigert habe, den roten Mantel gegen einen schwarzen auszutauschen. Und seitdem hockt der Sensenmann auf die Nüsse. Meinst du, dass mir dieses Arschloch was abgibt? Das könnt ihr vergessen. Ja, jetzt bevor ich mich da noch weiter aufrege, wünsche ich euch einfach mal viel Spaß. Euer Nikolaus. Ho, 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 ho. Wart ihr auch alle brav? Okay, dann tauschen wir. Hier ist ein Riesenraum mit ganz vielen Leuten drin. In solchen überfüllten Räumen muss man wissen, was man zu tun hat, wenn eine Explosion passiert. Brände ausbrechen, deswegen gebe ich euch als Krampus ein paar Sicherheitshinweise. Können bitte die Leute, die auf der rechten Seite sitzen, auch rechts hinauslaufen. Ja? Auch hinten rechts bitte rechts rauslaufen. Jetzt denken Sie, die sich auf der linken Seite, was haben wir zu tun? Links ist einfach links rauslaufen. Auch hinten links bitte links rauslaufen, in der Mitte sitzen bleiben. Niemals aufstehen, immer sitzen bleiben. Sonst wissen die auf der rechten Seite auf einmal nicht mehr, dass sie nicht nach links laufen dürfen und die auch nicht mehr, dass sie nicht nach rechts laufen dürfen. Deswegen niemals aufstehen, immer sitzen bleiben. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die Feuerwehr. Ansonsten gibt es hier ein Riesenchaos. Und jetzt viel Spaß mit unserer Vorlesung. Dass es auch ein jedes Mal schneit, wenn ich zur Arbeit muss. Einmal im Jahr muss ich zur Arbeit und dann schneit es. Und das nur, weil dieser Engel da oben auf seiner Wolke immer rumhupft
Und dann, ja, dann mich vollschneid nämlich. Das glaubst du ja wohl selber nicht, dass ich jetzt da oben rumhupfe, damit es zum Schneien anfängt. Doch. Also, wirklich, Nikolaus, Schnee entsteht oben in der Wolke bei minus 12,5 Grad. Ja. Und zwar dadurch, dass sich unterkühlte Wassertröpfchen an irgendwelche Kristallisationskeime, zum Beispiel an Staubkörnchen, anlagern. Ja. Dadurch wird das Staubteilchen schwerer und fällt nach unten, Erdanziehungskraft. Ja. Das ist ja logisch, oder? Beim Runterfallen wäre jetzt nur mal weiter schwerer, wegen dem Unterschied zwischen dem Dampfdruck von unterkühltem Wasser und von Eis. Ja. Außerdem wegen der Resublimation von Wasserdampf und von wegen der Luftfeuchtigkeit. Ja? Ja? Logisch, oder? Es entstehen dann sechseckige Gebilde mit 60 Grad und 120 Grad Winkeln. Es kommt wegen der speziellen Struktur von Wassermolekülen. Außerdem sind die Grundformen noch temperaturabhängig zu stellen. Bei tiefen Temperaturen, wie man sieht, entstehen Plättchen oder Prismen, so eher größerflächige, und bei ein bisschen höheren Temperaturen entstehen dann sechsarmige Dendriten. Ja, ich habe einen einarmigen Bandit daheim. Ne? Das kenne ich alles. Und die schauen dann so aus. Ja, außerdem kann es passieren, dass bei sehr hoher Thermik die Schneekristalle nochmal aufschmelzen und sich dann verschiedene Mischformen bilden. Außerdem sollte man berücksichtigen, dass sich bei der Bildung von Schneekristallen Energie frei wird und die Wolke deswegen wärmer wird. Ja. Und Mischformen schauen dann so aus. Ja. Ist doch ganz logisch. Ja, habe ich alles verstanden. Jetzt habe ich ein Problem, weil es friert mich trotzdem wie Hölle. Ja, das stimmt. Glühwein. Michtel! Ja! Bring einmal ein Glühwein für mich. Bin ja schon Engel. Da! Ja. Moment! Das will ich mal ein bisschen schicker. Servus! Michtel! Ja! Michtel! Haben die mir rausgelacht oder was? Nein! Ihr kriegst friert. Kein Glühwein von mir. So. Nikolaus, ja. Ist aber alt geworden. Ja, aber abgenommen habe ich. Sigmar. Ja, Sigmar. Magst du einen Glühwein haben? Ja, bitte. Es fühlt mich wie Hölle hier drin. Schau her. Ja, reicht schon dann. Reicht schon. Stopp, lang. Ja. Kriegst du auch, oder was? Ja. Falsch. Nein. Ja. So, weiter geht's. Und was soll ich jetzt denn hier tun? Ja, stehen halt dann irgendwo hier. Ja, hier stehen, wo denn? Ist alles zurücksteht von ihm weg. Ja. Die hängen da hin. Ja, hängen halt dann. Was sagst du? Haufinger. Ja, wie? Ja, pass auf dann. Wie willst du das aufhängen? Du hast gar keinen Haken. Da fehlt der Haken an der ganzen Sache. Ja, soll ich dir helfen dann? Ja, jetzt ziehst du es hoch und wie machst du es dann fest? Du machst jetzt aber schon einen Knoten. Ja, lass aber nicht los jetzt! Nein, lass nicht los! Nein! Michtel, ich bin begeistert. Ja. Wie hast du denn das gemacht jetzt? Ja, ich schaue ja schon. Ja, ja. Doch, doch, mach weiter, ich verstehe das ja alles. Ich habe Physik studiert. Ja. Hört mich? Sondern? Sondern wir haben hier ein Pendel, deren Abstand, also wir haben hier ein Pendel, deren Abstand kontinuierlich. Kontinuierlich verkürzt wird. Dadurch, wegen Impulserhaltung und Drehimpulserhaltung, reicht die Energie aus, dass er Überschläge macht. Magst du es mal ausprobieren, Nikolaus? Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Du bist der Feigling. Ja. Und die Reibung zwischen Seil und Stange reicht hinaus, um die fallenden, um den fallenden Glühwein zu bremsen. Ja. Begeisternd, gell? Wahnsinn, Wahnsinn. Dankeschön, Michael, danke. So, jetzt, der Meier wollte doch noch kommen, oder? Oh ja, er hat geklopft, Herr Meier. Ja, grüß Gott, Herr Meier, ja, grüß Gott.
Der Herr Meier bringt mir jedes Jahr neue Spielzeuge zum Ausprobieren mit. Grüß Gott, Herr Meier. Grüß Gott. Grüß Gott, Meier von der Firma. Ja. Kleiderer Spielwaren. Ja, kenn ich. So, wo ist er denn? Hier. Ja, hier. Was haben Sie mir denn also, heute mitgebracht? Ich habe heute eine Magnetschwebebahn mitgebracht. Ja. Ich soll hier jetzt die Bestellung aufnehmen. So, wie viel brauchen Sie denn? Ja, ich möchte Sie erst einmal sehen, das Teil. Nein, nein, der Chef hat nur gesagt, nur Bestellung aufnehmen. Von ja, vor viel war nicht die Rede. Jetzt, Sie müssen mir das doch zeigen. Nein. Jawohl. Wollen Sie hier so viel? Also, das dürfe ich ja gar nicht machen. Erstens bin ich nicht bestechlich und zweitens geht das schon gleich gar nicht. Nicht? Nein. Weiß ich. Hm. Ich mag es nicht. So, jetzt, ja. Also, wie ich auch immer schon vorführen wollte, ja, haben wir hier jetzt eine Magnetschwebebahn. Ja, das sehe ich dann. Die aus mit Supraleitung funktioniert. Also, super toll, muss ich nur sagen. Kann ich nur weiterempfehlen. Also, ja, ich kenne mich in der jungen Sprache nicht so aus. Also, wenn wir jetzt erstmal schauen wollen, wie das eigentlich funktioniert, diese supraleitende Magnetschwebebahn, sollten wir uns erstmal klar machen, naja, was ist denn eigentlich so ein Supraleiter? Naja, so ein Supraleiter ist eben charakterisiert durch zwei äquivalente Aussagen. Die eine ist eben, dass er verlustfrei Strom leiten kann und die andere, dass er aus seinem Inneren ein Magnetfeld vollständig verdrängen kann. Und diesen Effekt nennt man den Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Dann ist der Supraleiter, hat nur einen großen Nachteil, und zwar, er ist nur bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen, besitzt er diese Eigenschaften. Und in unserem Fall, wir benutzen Yttrium-Barium-Kupferoxid und da ist etwa die supraleitenden Eigenschaften erst bei etwa 70 Kelvin und 77 Kelvin vorhanden. Deshalb kühlen wir mit flüssigem Stickstoff. So, wie ist denn jetzt dieses aufgebaut, diese Magnetschwebebahn? Wir sehen hier so ein T-Stück, das auf dem Kopf steht. Das ist ein Eisenkern und diese zwei silbernen Teile, das sind Supermagneten und da kann ich wirklich empfehlen, also kein Handy oder EC-Karte daneben hinzulegen, das ist dann wertlos. Dieses T-Stück, ja, das bewirkt einfach nur eine Verstärkung des Magnetfelds und oben sehen wir schon dieses supraleitende Plättchen. Dann haben wir hier noch die Magnetfeldlinien eingezeichnet und das sieht man schon, es wird aus dem Inneren einfach rausverdrängt, dieses Magnetfeld. So, dann würde ich sagen, erklären wir einfach mal mit unseren Vorstellungen, wie diese Magnetschwebebahn eigentlich funktioniert. Und zwar sehen wir hier erstmal, geben wir diese Lokomotive, die hier drinnen ist, in flüssigen Stickstoff und kühlen es auf 77 Kelvin herab. Dann nehmen wir die Lokomotive und geben es eben in dieses Magnetfeld hinein. Naja, was wird passieren? Es wird ein Ringstrom induziert und der erzeugt ein Magnetfeld und das ist ja aufgrund der Lenzschen Regel seiner Ursache entgegengerichtet, also hebt das Ding ab und es schwebt. Naja, dann müssen wir uns noch die Frage stellen, warum fällt es jetzt nicht links oder rechts von der Schiene runter? Und das liegt jetzt am Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Es bildet sich, wie wir vorher gesehen haben, so eine Magnetfeldsenke und in dieser Senke kann dieses supraleitende Plättchen einfach fahren. Dann würde ich sagen, zeigen wir das mal. Ja, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet jetzt, dass Sie das endlich einmal zeigen. Wie schaut denn das aus? Also, wir haben hier so unsere Lokomotive, die ist schon ziemlich runtergekühlt jetzt. So, ja. Gehen wir das da mal drauf da. So. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Dampf in die eine Richtung geben. Das ist ja so. Kann das auch ein bisschen schneller fahren? Na klar geht das auch noch ein bisschen schneller. Ja, jetzt schaut es schon besser aus. Ja, wir sehen, das ist jetzt ein bisschen Vorführeffekt, denn die Temperatur von dem Ding ist wieder schon wieder ein bisschen gestiegen und es schwebt schon nicht mehr so stark, wie man es eigentlich haben sollte. Aber man sieht doch, dass es funktioniert. Ja, wie sehen Sie denn die Marktchancen für dieses Teil? Ja, Sie müssen es mal so sehen. Hier in München wird ja jetzt der Transrapid vom Flughafen zum Hauptbahnhof gebaut. Ja, und deshalb glaube ich, das wird ein hervorragender Absatzschlager, vor allem für die kleinen Kinder, die es das einmal auf der Schiene sehen und dann wollen sie es natürlich selbst auch. Ja, dann nehme ich 10.000 Stück. Ich wünsche Ihnen was. Schreibe ich gleich noch auf. Ja, notieren Sie sich das derweil. Ich bin ziemlich im Stress. Sie wissen schon, dass eins von diesen Dingen 5.000 Euro kostet. Ja, das ist mir doch nie wurscht. Okay. Machen Sie jetzt einmal frei. Ich bin im Stress, ich muss mich noch drum kümmern. Ich habe noch meine Schwester! Ja, bitte.
Gut. Ja, hallo Schwester. Ja, ich wünsche Ihnen was, Herr Mayer. Dankeschön. Ja, ich habe ein Problem. Wie du siehst, bin ich im Stress. Immer so PR, Marketing, alles. Und jetzt, ich habe da einen Wunschzettel von einem Kind bekommen. Ja, soll ich dir ein bisschen helfen? Ja, nein, das ist der falsche Wunschzettel. Den, ja. Hier, schau mal, lies mal, ich habe meine Brille jetzt gerade nicht an. Ah, das ist ein Wunschzettel von der Sarah. Ja. Und die Sarah, die wünscht sich eine Flamme, eine schöne Weihnachtsbeleuchtung. Die soll nicht elektrisch. Aber ist das überhaupt was für die Kinder, wenn das nicht elektrisch ist? Weil das ist ja dann so offenes Feuer, schon gefährlich. Ja, kommt darauf an. Autofahren ist auch gefährlich, wenn man nicht Auto fahren kann. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber da fällt mir jetzt gerade was ein. Ich habe da drüben was vorbereitet. Ja. Und diese Weihnachtsbeleuchtung wäre vielleicht was für die Sarah. Ja. Wahnsinn! Jetzt habe ich da eine ganz doofe Frage. Ja, was denn? Warum brennt das Tuch nicht? Ja, das liegt an der Wärmeleitfähigkeit des Tuchs. Wir können uns ja mal anschauen, was wir hier eigentlich genau haben. Soll ich dir das mal zeigen, Nikolaus? Ja, ja. Dann mache ich mal das Brett hier weg und dann siehst du, was hier drunter ist. Ja. Siehst du es? Ja, eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn? Ja. Hast du früher vielleicht auch mal gehabt? Nein. Keine Eisenbahn gehabt als Kind? Nein. Und dann hast du bestimmt auch nicht so eine Weihnachtsbeleuchtung gehabt? Nein. Ja, und diese Weihnachtsbeleuchtung? Also, wir haben ja schon, der Nikolaus hat ja schon erzählt, dass wir hier eine Eisenbahn haben. Ich halte die mal hier an. Und auf der Eisenbahn haben wir jetzt einen Bunsenbrenner draufgebaut. Und zwar so, dass das Brennerrohr das Tuch gerade so streift. Und dann lässt man Gas durch die Maschen des Tuchs nach oben strömen. Und ich habe es dann von oben angezündet. Und jetzt hat der Nikolaus gefragt, warum brennt das Tuch jetzt nicht an? Und das liegt an der Wärmeleitfähigkeit des Tuchs. Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie schnell sich die Erwärmung in einem Punkt an die Umgebung abgeleitet wird. Und weil die Wärme von der Flamme sehr schnell an die Umgebung abgeleitet wird, deswegen wird das Gas unterhalb des Tuchs nicht bis auf Zündtemperatur erhitzt. Und deswegen wird das Gas unterhalb nicht entzündet und die Flamme durchdringt das Tuch nicht und das Tuch brennt nicht an. Wollt ihr es nochmal sehen? Ja. Ja. Aber als erstes zeige ich euch noch was anderes. Jetzt haben wir eine Kerze. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie stark sich... Jetzt sieht man mal gar nichts. Jetzt. So, jetzt wollen wir mal messen, wie stark diese kleine Kerze die Luft ungefähr in dem Bereich, wo wir einen Temperaturfühler aufgebaut haben, erwärmen kann. Und dann zum Vergleich, wie so ein Metallgitter, was auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit hat, die Wärme ableiten kann und dann sinkt die Temperatur wieder. Also jetzt als erstes, wie man sieht, die Temperatur steigt immer weiter. Und wenn wir jetzt das Gitter dazwischen halten, warten wir mal kurz, dann sinkt es normalerweise irgendwann wieder. Und ja, so langsam sieht man, dass es die Temperatur wieder runtergeht, weil die Wärme von der Kerze über dieses Gitter abgeleitet wird. Und jetzt kann man die Eisenbahn nochmal fahren lassen. Ha ha ha!
Naja, so sicher ist dieses Geschenk dann wohl doch nicht. Ja. Dann müssen wir uns für die Sarah was anderes einfallen lassen. Ja, du hast es falsch gesagt, hat es falsch verstanden. Also die, du hast ja gesagt, er soll es fahren lassen und er hat einen fahren lassen und dann hat es gebracht. Wir können es ja nochmal ausprobieren. Ja. Und es funktioniert wieder. Also das finde ich eine gute Idee. Ja, und was machst du jetzt? Jetzt wandert die Flamme noch woanders hin. Ja, okay. Ja, ui. Nikolaus! Ja, servus Schneemann, ich grüße dich. Bei dir am Nordpol, da friert man sicher. Das ist unglaublich. Ja. Ich komme aus Alaska. Ja, ja. Und in Alaska haben wir Geysire. Weißt du, was ein Geysir ist? Ja. Da kommt heißes Wasser aus dem Boden geschossen. Kenn ich. Sowas hast du nicht, gell? Nein. Drum habe ich mir auch was mitgebracht. Ja, aber ein langes Rohr habe ich schon auch da. Ja. Das ist aber nicht alles. Ja. Man braucht auch unten einen dicken Kolben. Und hier sehen wir das. In dem ist Wasser drin, das ist rot gefärbt. Und wir erhitzen das Ganze gerade. Ja. Dann schauen wir mal, was passiert. Geysire gibt es auf der Welt. Weißt du überhaupt, wie viel es gibt? 3. Fast. 4. 6. 6. 6 größere Geysirfelder gibt es auf der Welt. Ja. Das größte Geysirfeld steht im Yellowstone National Park in den USA. Dann gibt es noch in Russland, Chile, Island, da gibt es auch noch Geysire. Im Jahr 1900 ungefähr in Neuseeland ist ein Geysir mal über 560 Meter hoch ausgebrochen. Dann mal nach oben filmen. 560 Meter, das schaffen wir heute nicht. Aber wenn man sich anschaut, es steigen schon langsam kleine Blasen hinauf. Das wird jetzt immer weiter passieren. Und dann Vorsicht in der ersten Reihe, das Wasser ist heiß. Wird ein Geysir ausbrechen. Es gibt auch auf dem Neptunmond Stickstoffgeysire. Die können bis zu 8 Kilometer hoch sprühen. Schauen wir mal, es kommt Bewegung raus. Und wir sehen schön, wie er ausbricht. Das ist nur mit so einem kleinen Modell nachgestellt. Sehen wir, das Ganze beruhigt sich jetzt wieder. Ein bisschen, und wenn wir jetzt noch kurz warten, wird er nochmal aussprühen. In der Natur ist es auch ganz unterschiedlich, wie groß das Intervall zwischendrin ist. Yellowstone gibt es rein, da ist es so regelmäßig alle halbe Stunde. Natürlich kann man in der Natur die auch zerstören. Durch Menschen, wenn Steine reingeworfen werden, sind viele dabei kaputt gegangen. Oder auch manchmal wurde Spülmittel reingetan, damit sie regelmäßiger hochkommen. Hat auch viele zerstört. Und der hier hat heute gut funktioniert, das langt. Aber die Frage ist natürlich, warum passiert so etwas? Wir haben hier nochmal unseren Aufbau und verglichen mit der Realität in der Natur, wie das aussieht bei einem Geysir. Wir haben unten natürlich das Magma hier durch unseren Flammenwerfer dargestellt. Das sickernde Wasser, das ist bei uns der Wasserkolben und ein Eruptionskanal.
sozusagen das lange Rohr vom Nikolaus. So, und jetzt ist die Frage, woran liegt es, dass der ausbricht? Da gibt es eben eine physikalische Grundlage. Das ist eben, dass die Siedetemperatur vom Wasser hängt vom Druck ab. Also das Wasser siedet nicht immer bei 100 Grad Celsius, sondern je nachdem, wie der Druck ist, unterschiedlich. Und bei einem größeren Druck ist der Siedepunkt auch höher. Das heißt, bei einem Druck von, sagen wir mal, über Erdatmosphären, Druck ist das Wassersiedepunkt kann sein bei 110 Grad Celsius liegen. Gut, was hat das mit unserem Geist hier zu tun? Der Druck in unserem Wasserkolben, unten in unserem Wasserreservoir, setzt sich natürlich aus dem Atmosphärendruck zusammen und aus dem Druck von der Wassersäule. Gut. Und das heißt, wir haben unten, damit das Wasser zum Sieden anfängt, wie ich vorher gesagt habe, haben wir einen erhöhten Druck. Und daher liegt die Siedetemperatur unten bei über 100 Grad Celsius. Wie wir dann vorher schön gesehen haben, steigen langsam immer mehr Blubberblasen hoch. Das heißt, in unserer Wassersäule ist auch weniger Wasser drin. Das wiederum verringert den Schweredruck in unserem Wasserreservoir. Und das schon siedende Wasser bräuchte jetzt eine eigentlich niedrigere Temperatur zum Sieden. Und dieser Prozess schaukelt sich immer explosionsartig auf, sodass das Ganze dann wirklich schön ausbricht. Und das haben wir in der Natur. Da habe ich noch ein paar Fotos mitgebracht. Hier in Island ein Geysir und hier noch ein aus dem Yellowstone National Park. So, Nikolaus, jetzt gehe ich wieder zu meinem warmen Alaska. Ja, ich wünsche dir was. Jetzt bin ich so im Stress, ich sag's schon und er erzählt stundenlang. Jetzt schaffe ich den einen auch nicht mehr, den Wunschzettel. Frau! Ja? Ja, kannst du mir mal kurz, kannst du mal kommen? Komm einmal. Ja, weil ich habe mir gedacht, wenn du schon das ganze Jahr sowieso nichts machst, kannst du wenigstens zu Weihnachten mal auch was machen. Hier. Ein Wunschzettel? Ja. Ein Wunschzettel vom kleinen Tommy, der sich einen Ball wünscht, der immer den Korb trifft. Ich glaube, den Wunsch können wir erfüllen. Ich zeig dir, wie. Ja. Mit der Apparatur hier. Da haben wir unseren Ball und unseren Korb. Und ich wette mit dir, der Ball trifft immer. Unser Rentier zeigt uns das mal. Trifft immer. Wahnsinn. Du wirst auch wissen, warum das funktioniert. Ja, bestimmt. Hast du schon mal was vom Gravitationsgesetz gehört? Ja, natürlich. Seit ich abgenommen habe. Dass die Kraft zwischen zwei Objekten gleich Gravitationskonstante mal der beiden Massen durch Quadrat ihres Abstands ist. Weißt? Ja. Ja. Das ist also so wie die Kraft zwischen uns. Genau. Umso weiter man weggeht, umso größer wird die dann. Ich habe da mal einen wirklich tollen Typen gekannt. Ja. Den Herrn Isaac Newton. Der hat einmal was ganz Schlaues gesagt, nämlich, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist. Ja, das weiß ich ja schon. Und mein lieber Herr Ehemann, wenn man das beides berücksichtigt, stellt man fest, dass die Erde uns alle praktisch mit der gleichen Beschleunigung anzieht. Unabhängig von unserer Masse. Ja. Das heißt, alle Massen bzw. Massenpunkte fallen eigentlich gleich schnell, fallen die gleiche Strecke in der gleichen Zeit. Aber unser Korb fällt schneller. Die physikalische Erklärung dafür ist folgende. Also die beiden Massenpunkte, die wir uns da im Wesentlichen anschauen, sind einmal unser Ball. Und der andere Massenpunkt ist der Schwerpunkt von unserem Brett. Wir haben hier Gewichte drauf, das führt dazu, dass der Schwerpunkt sich irgendwo da befindet, jedenfalls deutlich unterhalb vom Ball. Wenn die jetzt beide gleich schnell fallen, kommt ja der Schwerpunkt, nachdem er weiter unten ist, auch früher am Boden auf.
Jetzt ist unser Brett ein starrer Körper, ist alles starr miteinander verbunden, also auch mit dem Korb. Also kommt auch der Korb früher am Boden auf und der Ball kann im Korb landen. Wir wissen also, oder wir sehen, dass der Teil oberhalb von unserem Schwerpunkt irgendwie eine zusätzliche Beschleunigung erhalten haben muss. Und die erklärt man sich so. Ich brauche mal eine Laserpointer. Also, unser Brett führt ja im Wesentlichen eine Drehbewegung aus, um das Scharnier, eine Rotation. Unser Brett hat ein Trägheitsmoment. Und überall, wo wir Rotation haben, haben wir auch immer Drehmoment. Und daraus folgt dann für den oberen Teil unseres Bretts, dass darauf eine Beschleunigung wirkt, die größer ist als G. Was dazu führt, dass unser Korb vorm Ball auf dem Boden aufkommen kann. Wir probieren das Ganze mal, wenn wir den Schwerpunkt weiter nach oben verlagern, dürfte er nicht funktionieren. Also dürfte nicht funktionieren. Funktioniert auch nicht. Wir sehen also, dass die Verlagerung von dem Schwerpunkt unterhalb des Balls dazu führt, dass der obere Teil von dem Brett zusätzlich beschleunigt wird. Er kommt mitsamt dem Korb drauf vor dem Ball am Boden an und der Ball kann immer im Korb landen. Und so erfüllen wir unserem Tommy seinen Weihnachtswunsch. Wahnsinn, Wahnsinn. Dankeschön, meine Frau, mein Liebling. Kurze Pause. Regie, bitte meinen Laptop. Show-Einlage. Ich brauche Ton. Was machst du? Ich tue unseren Christbaum noch ein bisschen mehr. Der schaut ein bisschen nackert aus. Du meinst, dass du den Christbaum schmücken kannst? Du langst meine Christbaumkugel nicht hoch. Nein, mach ich ja nicht. Mach ich ja nicht. Ich glaube, ich hänge es da hoch. Nikolaus? Ja? Ich habe gar keine... Oh, oh. Was?
Das sind meine schönen Christbaumkugeln. Vom Petrus habe ich die gekriegt. 250 Jahre lang haben sie gehalten. Und dann nimmst du das so in die Hand und machst es kaputt. Ja, ich habe ja selber auch welche. Die sind noch viel schöner. Brauchst gar nichts dazu. Ja, aber meine sind Zauber-Christbaumkugeln, ja? Deine sind ja bloß irgendwelche billigen vom Ikea. Ja, ja. Die stehen überhaupt nicht. Ich kann dir das gleich zeigen. Ja? Ja, weil das ist nämlich hier meine. Ja, das ist meine. Und wie jeder sieht, ist meiner größer. Und das ist besser. Das stimmt überhaupt gar nicht. Du verstehst nicht, was ich sage. Soll ich auf Englisch übersetzen? Versteh dich so. I have the bigger balls than you. Magst du mir vielleicht einmal helfen, du? Echt. Ja, mit was denn? Was willst du denn? Na, was? Passt schon. Du bist so unhöflich. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist so ein uncharmanter... Ich bin eine Ikone der Höflichkeit seit, was weiß ich, wie lang. Seit früher schon. Anders ja, was willst du mir jetzt da zeigen? Nix, ich hab's falsch rum aufgebaut. So, warte, soll ich dir helfen? Na, weißt du schon, Nikolaus. Warte, ich schieb das da unten rein. So. So. Ja? Sagen wir jetzt. Ja, jetzt. Also, schauen wir her. Ja? Wenn jetzt mir unsere Kugeln da unten auflegen. Ja, ihr müsst die Kamera. Input 2. Oh, Scheiße. Ich mach. Geh mal auf Zeiten. Ja, ich sehe nichts. Ich hänge im Christbaum. Jetzt mache ich wieder was kaputt, wenn ich da hinlange. Ich mache jetzt nichts. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, gut. So, okay. Also, nur mal. Ja. Wenn wir jetzt. Wer hat hier vielleicht jetzt einmal Startzeit? Also. Rampus, hau ihn mal den Arsch voll. Also, wenn jetzt mir unsere Kugeln dann auflegen. Ja, das machen wir jetzt so. Und was passiert dann? Ja, dann rollen sie runter, das weiß ich auch ohne Physikstudium. Mhm, ja, dann lassen wir mal los. Okay, bei drei. Also los. Achso, warte mal. Eins, zwei, drei. Ja, nein, halt. Moment. Das kann ich auch, die bleibt nur liegen, weil du das so da hingestellt. Wenn ich das anders hinstelle, bleibt das auch stehen, die Kugel. Das weiß jeder, dass man eine Kugel so hinstellen kann, dass sie gar nicht. Also. Die steht ja auch nicht. Die rollt ja auch ganz langsam. Wir können mal ein bisschen hermachen. Ja, vielleicht. Dann sehen wir nämlich, dass die viel schneller rollt wie meine. Wegen der Haftreibung. So, vielleicht machen wir das mal so. Nein, die fliegt alles runter. Du glaubst mir das eben noch. Gib mir mal nochmal her. So, mal die andere. Also, verstehst du jetzt nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja. Dann. Ich erkläre dir das mal. Ja, du erklärst mir das jetzt. So. Also, wenn ich jetzt deine Kugel nehme und die auf eine normale Horizontale lege, ja. Wo ist denn der Schwerpunkt von der Kugel? Ja, wo in der Mitte? Ja, ja. Ganz in der Mitte, so. Was wirkt auf die für Kraft? Hast du heute schon ein paar Mal gehört? Ja. Die Gewichtskraft. Ja, habe ich schon gesagt. Ja, die Gewichtskraft wirkt genau auf, am Schwerpunkt, greift die an und zeigt genau senkrecht auf den Boden. Das heißt, die rollt einfach nicht. Also das ist jetzt nicht gerade drum, aber wenn das gerade wäre, dann würde sie nicht rollen. So, was passiert, wenn ich die auf eine schiefe Ebene lege? Dann ist es so, dass die Gewichtskraft durch meinen Schwerpunkt nicht mehr genau auf die Ebene zeigt, sondern die hat doch noch Platz und ich habe ein wirkendes Drehmoment, die kann runterrollen. So, wie ist es jetzt bei meiner Kugel? Meine Kugel ist natürlich eine Fake-Kugel. Die schaut... Kamera? Wo muss ich da jetzt drücken? Input 2 und dann wieder Input 1, bitte. Ja, du sagst mir das dann immer. Also, meine Kugel schaut so aus. Die ist... ein Fünftel mit Honig gefüllt und noch eine extra Holzkugel mit drin. Und wenn ich die jetzt da drauf lege, dann wirkt natürlich auf die am Anfang auch erst einmal eine Kraft und sie fängt ganz langsam an zu rollen. Aber natürlich nur immer so lang, bis der Schwerpunkt genau aufliegt. Können wir mal bitte nochmal auf Input 1? Genau, noch einmal bitte drücken. Es ist irgendwann passiert es, dass mein Schwerpunkt und meine Kraft genau wieder so liegen, dass meine Kugel nicht weiter rollt.
Dann muss erst der Honig wieder nachrollen, damit sich mein Schwerpunkt verschiebt und wieder eine Kraft wirken kann. Und dann erst kann die Kugel wieder runterrollen. Ist ja ganz logisch. Fertig. Einwandfrei, Dankeschön. Und jetzt sag. Bitte? Und jetzt sag du nochmal einmal, dass meine Christbaumkugel nicht viel wichtiger ist. Habe ich nie behauptet. Niemals. Alles verfälschte Aussagen. Dann mehr hat sie jetzt dann vielleicht mal für meinen wunderschönen Christbaum entschuldigt, mit meinen wunderschönen Christbaumkugel, der so wunderschön geschmückt wurde. Ja, aber soll ich dir mal was erklären? Das hat was, also wenn ich jetzt. Stell dir mal vor, schau mal, da diese Kerze, die du da oben drauf hast. Ja, komm, ich wunderbar hier, breit, was ja, aber ich nicht. Ja, da kann ja nicht jeder fliegen. Stell dir mal vor, wenn nämlich dann eine Familie sich die Kerze hochtut, ja, mit dem Stuhl hochsteigt und anmacht und dann brennt die runter und dann merken sie, dass es brennt und sie wollen es ausblasen, aber sie sind zu weit weg, weil es so weit oben ist. Ja, dann musst du halt dann hochfliegen. Was habt ihr denn schon wie für einen Streit? Wir haben überhaupt gar keinen Streit. Was ist denn Nikolaus? Ja, weil nämlich der Engel da diese Kerze hochgemacht hat. Ja, schöne Kerzen. Ja, ja, aber wenn es brennt, dann wegen der. Wenn man sie nicht ausblasen kann. Schau mal her, ich probier's mal. Nee. Schießt du? Ja. Nikolaus, ich hab da was für dich. Hast du was vorbereitet? Ja, da was vorbereitet. Ja. Ja? Rudi? Ja, genau. Stell dich mal hin. Ja, du wirst jetzt mit einer Kiste, willst du jetzt eine Kerze ausblasen? Ja, siehst du schon. Du hast was falsch verstanden. Pass mal auf. Zeigen wir es nochmal. Rudi, komm, stell dich nochmal hin. Wie bitte? Ja, zeigen Sie nochmal. Nicht, dass du denkst, dass das Zufall war irgendwo. Ja, sie bläst dass halt vielleicht der Pleiter da ausblasen hat oder so. In dem Moment, wo du schießt. Oh. Du schaust, ha? Wahnsinn. Ich kann ja auch so ringen, aber nicht so groß. Und magst du da wissen, wie das funktioniert? Also, pass auf. Ja, ich will es wissen, natürlich. Dann erkläre ich es halt dem Publikum. Mag das einer wissen? Also wir haben ja einen riesen Holzkubus, da ist Luft und ein bisschen Rauch eingeschlossen. Der Rauch ist eigentlich nur zur Visualisierung. Und wir haben hier eine Membran und hier ein Loch. Und wenn ich jetzt da drauf haue, dann muss die Luft wohl oder übel muss ja da raus, weil das einzige Loch. Jetzt ist es aber so, dass die Luft dann nicht gleich schnell rausströmt. Am Rand haben die Luftschichten eine größere Reibung. Dadurch werden die also stärker abgebremst, während in der Mitte ist der Luftstrom schneller. Dadurch wirkt auf die äußeren Luftschichten ein Drehmoment. Und wir bekommen hier sozusagen eine Drehung, das ist dieser Wirbel, den wir sehen. Und durch den Drehimpuls, der dadurch zustande kommt, haben wir ein sehr stabiles Gebilde, diesen Rauchring. Und dieser Rauchring kommt dementsprechend sehr viel weiter, weil er sich nicht so schnell auflöst. Eine Druckwelle würde nur mit 1 durch r² sich fortpflanzen und damit würden wir die Kerzen nicht ausblasen können. Ja. Jetzt muss ich schon mal noch blöd fragen. Und zwar, jetzt hast du also jetzt da so einen Kasten gebaut aus teurem Sperrholz und hast du schon mal gehört, dass es auch Föhns gibt zum Ausblasen von Kerzen. Was machst du denn jetzt mit diesem Teil noch sonst so im Schnitt? Ja, also das ist doch so romantisch hier mit Kerzen. Ich habe gesagt, ich soll einen Schwul nehmen. Das ist ja fast wie bei den Indianern. Bei den Indianern auch Weihnachten. Ja, natürlich gibt es bei den Indianern Weihnachten. Der Nikolaus kommt zu alle Kinder. Da geht nur noch was
Ja, man sieht, es verzögert sich immer weiter heute meine Zeit. Jetzt habe ich da noch so einen Schmarrn bekommen von so einem Kind. Rentier, Rudolf, komm mal her. Schau mal, ich habe da für dich einen extra Wunschzettel, den was du erfüllen magst, bitte dann. Ja, also hier hat der kleine Martin einen Wunschzettel geschrieben. Der wünscht sich ein Karussell, was außer ihm noch keiner hat. Und das haben wir jetzt hier mal aufgestellt. Wenn der Engel und deine Schwester sich vielleicht mal da draufsetzen und das. Ja, aber meine Schwester darf schießen. Ja, so. Und vielleicht jemand das Karussell auch noch andrehen würde. Wäre das toll. Super. Wie rumdrehen wir es denn? Das macht der Campus. Und wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir das Karussell in Drehung versetzen. Und dann den Wasserstrahl abdrücken. Gut, das reicht schon wieder. Also wie alle sehen konnten, hat der Wasserstrahl den Engel nicht getroffen. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, warum das der Fall ist. Dazu betrachten wir zunächst einmal den Flug eines einzelnen Wassertropfens im Inertialsystem. Und da sich der Hörsaal nahezu in Ruhe befindet, kann man ihn als Inertialsystem betrachten. Der Wassertropfen bekommt in dem Moment, in dem er die Pistolenmündung verlässt, eine Geschwindigkeitskomponente in Drehrichtung, fliegt dann jedoch einfach geradlinig weiter. Er trifft nicht genau die Mitte, es liegt an dieser Ablenkung. Als nächstes wollen wir uns den Wassertropfen im rotierenden Bezugssystem, also dem Karussell, anschauen, also wie er für den Engel und für die Nikolausschwester ausgesehen hat. Und hier wirkt nun auf den Wassertropfen die Corioliskraft, die wirkt entgegen der Drehrichtung und so sieht die Flugbahn eines einzelnen Wassertropfens gekrümmt aus. Der Wasserstrahl sah aber für uns auch gekrümmt aus. Das liegt allerdings an den unterschiedlichen Abschussorten der einzelnen Wassertropfen. Die Wassertropfen selber fliegen aber alle auf einer geraden Flugbahn. Wenn wir uns den Wasserstrahl im rotierenden Bezugssystem angucken, hat dieser genau die gleiche Krümmung wie auch die Flugbahn eines einzelnen Wassertropfens. Das liegt daran, dass hier die Abschussorte natürlich nicht verschieden sind, sondern sich ja mitdrehen. Zusammengefasst kann man also sagen, dass der Wassertropfen im Inertialsystem geradeaus fliegt und nur eine Geschwindigkeitskomponente in Drehrichtung erhält, wohingegen der Wassertropfen im rotierenden Bezugssystem aufgrund der Corioliskraft eine gekrümmte Flugbahn durchläuft. Der Wasserstrahl im Inertialsystem ist gekrümmt aufgrund der verschiedenen Abschussorte der einzelnen Wassertropfen und der Wasserstrahl im rotierenden Bezugssystem hat genau die gleiche Krümmung wie die Flugbahn eines einzelnen Wassertropfens. Und weil es so schön war, machen wir den Versuch gleich nochmal. Das habe ich aber auch. Ich halte jetzt einfach fest. Ja, reicht schon dann. Also können wir das Geschenk dem Martin so zukommen lassen? Nikolaus? Wie? Ich habe gerade meinen Bart gegessen, warte jetzt. Was hältst du denn von dem Karussell? Können wir das dem Martin schicken? Ja, pack's in den Schlitten und flieg los. Also ich pack das nicht auch noch auf meinen Schlitten? Ja, natürlich machst du das. Ich bin Mitglied. Weil ich bin der Chef und wenn ich sage, du packst das auf den Schlitten und los, dann packst du das auf den Schlitten. Nein, ich bin Mitglied der GDS, also der Gewerkschaft Deutscher Schlittenführer. Und Scheiße. Ich werde dieses Karussell nicht auch noch auf meinem Schlitten transportieren, da wir nur noch Schlitten mit einem Maximalgewicht von 200 Kilo
hinter uns herziehen werden. Ja, das Schwitzen ist ja nicht so schwer. Ja, also, dann werde ich vielleicht nur das Karussell mitnehmen und sonst nichts mehr. Ach so. Was machst du dann? Ja, dann Engel? Ja. Du hast doch Flügel. Na, klar, dich dann, oder? Ja, ich halt hin darf. Ja. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen Raketen an das Karussell hier. Ja. Und zwar, Raketen funktionieren ja nach dem sogenannten Rückstoßprinzip. Ja. Das heißt, man lässt Treibgas ausströmen, um die Rakete zu beschleunigen. Ja. So. Und wegen Impulserhaltung erhält dann die Rakete denselben Impuls wie das ausströmende Gas. Ja. Ist ja ganz logisch. So, wie kommt man dann jetzt halt auf die Raketengleichung? So, wenn ich mir jetzt eine Rakete anschaue, ganz am Anfang, die fliegt mit der Geschwindigkeit und der Masse so durch den Raum, die hat einen Impuls, P ist gleich M mal V Rakete. So, was macht jetzt der Astronaut? Der Astronaut startet die Zündung und das Treibgas fließt raus. Und wir nehmen an, dass unser Treibgas mit konstanter Masse ausströmt. Genau. So, was haben wir dann für einen Impuls? Unsere Rakete hat jetzt natürlich nicht mehr die Masse m, sondern die Masse m minus Delta m. Und unsere Rakete ist beschleunigt worden, hat also jetzt die Geschwindigkeit V-Rakete plus Delta v. Außerdem haben wir jetzt noch den Impuls von dem Treibgas, den wir auch berücksichtigen müssen. Also außerdem noch plus Delta m mal V-Treibgas. So, wenn wir uns jetzt die Impulsdifferenz zwischen den beiden Zeitpunkten anschauen, dann kommen wir auf folgende Gleichung. So, und wenn wir die jetzt ein bisschen mathematisch umformen und ein bisschen da was wegkürzen und ein bisschen was vernachlässigen, dann wissen wir, dass die Impulsänderung gleich unserer wirkenden Kraft ist und es ist in unserem Fall gleich der Gewichtskraft, also gleich m mal g. Und wie ihr alle wisst, kann man aus dieser Gleichung ganz, ganz, ganz einfach die Gleichungen für Geschwindigkeit und Ort zu jeder beliebigen Zeit berechnen. So, aber das ist jetzt natürlich ganz schön trocken. Wir haben natürlich auch ein paar Raketen für dich vorbereitet, Nikolaus. Und zwar sind das Mini-Raketen. Ach komm. Und zwar bestehen die aus kleinen Filmdöschen. Und da wird jetzt von unserem charmanten Rentier und dem Herrn Meier. Ist der immer noch da? Ja, ich glaube, der wird mit deiner Frau zum Abendessen gehen oder so. Habt ihr. Was nicht, hab ich von vorher. Von mir aus. Also, die füllen jetzt unsere Raketen mit Backpulver und Essigsäure. Und dann warten wir mal. Was passiert? Passiert überhaupt was, oder? Ja, da haben wir den ersten Raketenstart gehabt. Das dauert halt ein bisschen. Naja, also, und warum fliegen jetzt diese Raketen überhaupt? Es liegt daran, durch das Backpulver und dem Essig entsteht in diesen kleinen Filmdöschen Gas. Dieses Gas baut sich so lange aus, bis in dem Filmdöschen ein Druck von ca. 2 bar erreicht ist. Dann springt das Filmdöschen auf, der Deckel fliegt mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach unten und hat einen Impuls. Diesen Impuls kriegt auch die Rakete und dadurch fliegt die Rakete dann nach oben. Sind die noch scharf? Ja, die gehen dann irgendwann schon in der Vorlesung hoch. So, und wir wollten eigentlich noch größere Raketen zeigen, aber das ist zu gefährlich. Und also, wer jetzt Colaflaschen daheim hat, das trotzdem nicht nachmachen, bitte, weil es ist, vor allem, ihr fahrt ja alle Auto und so, also lasst es einfach. Es ist, also einfach, außer ihr habt dann so, keine Ahnung, 3 oder 4 Reisfelder dann, oder Mais, ist wurscht, da könnt ihr es machen, aber ansonsten bitte nicht. Okay. Und drum, also wir haben jetzt, damit hier die großen Raketen 6 sind. Langsam.
So, Einlage 2. Also die Schneemänner unter euch kennen sicher das Problem, dass man nach einiger Zeit einfach nicht mehr so schön schneeweiß ist. Und bei Schneemännern ist es ja so, die können nicht einfach ein heißes Bad nehmen und sind dann wieder sauber. Und unser Schneemann hatte eben auch das Problem und er hat sich irgendwann gar nicht mehr vor die Tür getraut. Und dann haben wir uns überlegt, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann und haben viel herumprobiert und haben dann schließlich eine Lösung gefunden und die sieht so aus. Also, die aus der ersten Reihe können gerne auch mal fühlen, es ist recht kalt. Wir haben also flüssigen Stickstoff in heiße Seifenlauge gegossen und dieser Stickstoff wird dann gasförmig und dadurch entsteht dann dieser Schaum. Und so kann unser Schneemann jetzt auch ein Schaumbad nehmen. Ja. Ja, jetzt machen die hier alle so tolle Sachen. Und der Nikolaus steht da, als wäre dumm und kann gar nichts. Das stimmt aber gar nicht. Weil nämlich, mir hat der liebe kleine Nemo, den kennt ihr ja, den Fisch, ne, so groß, der hat mir geschrieben, dass er jetzt schon seit er lebt immer schlecht drauf ist, weil bei ihm an Weihnachtsbaum gibt es keine Kerzen. Ja, das ist logisch, weil unter Wasser brennen die halt nicht. Dann hat er zu mir gesagt, doch, die muss gehen. Und dann habe ich gedacht, das geht auch. Ich habe es erfunden, ich selber, durch meine physikalischen Kenntnisse. Schau dir mal hin. Ja, da brennt jetzt eine Kerze in den Glas. Und wenn der Krampus da jetzt ein Wasser reinleert, dann brennt die trotzdem weiter, das sage ich euch. So. So,
meinen natürlich alle, oh Nikolaus, das hast du so toll gemacht und der ist der Beste, aber es stimmt ja natürlich nicht. Ich habe einen ganz bösen Trick angewendet. Krampus, fahr mal die Kamera ein Stück zurück. Dann kann man das schon erkennen. Ja. Gib mir mal den Popcorn. Verschiebe mal ein bisschen die Kerze. Wobei, wo ist sie denn jetzt hin? Verschiebe mal die Kerze. Ja, so. Okay. Ich erkläre euch das jetzt auch mal, weil ihr wisst bestimmt wissen, wie das funktioniert, wie ich das gemacht habe. Hier, Dingsbums. Input 1. Wo heißt der Switch? Input 1. Umschalten. Danke. Dankeschön. Gut. Also es ist ganz einfach. Drück. So, ja. Folgendermaßen habe ich das aufgebaut. Eine Glasscheibe in der Mitte. Senke euch dazu im gleichen Abstand zwei Kerzen, eine in einem Glas, die nicht brennt, eine, die brennt. Und wenn man jetzt die eine anzündet, dann sieht man das Spiegelbild der brennenden Kerze durch die Glasscheibe reflektiert auf dem Docht der Kerze im Wasserglas. Wenn ich das jetzt schaffe, dass ich die Kamera ganz, also ganz wenig steil, wie heißt das? Egal. Wenn ich die ganz wenig steil, dann... da drauf schiebe, dann kriege ich keine Brechung und dann sehe ich eine brennende Kerze im Wasserglas. Gut. Bei den anderen hat es immer geklatscht. Ja, ich weiß schon, das war jetzt auch nicht so berauschend, da muss man nicht so viel können dafür. Und ich habe ja neben Nikolaus-Tätigkeiten auch mal versucht, dass ich was anderes mache. Und weil ich ja weiß, dass ich in Physik sehr begabt bin, habe ich gedacht, ich spiele mit dem Herrn Pfleiderer ein Spiel, habe ich mir gedacht. Das heißt zur Physikprüfung. Das ist ein Kartenspiel. Und bei dem Kartenspiel ist halt dann passiert, weil ich gewinne ja immer. Immer, normalerweise diesmal nicht. Weil mein Herzbube... der hat mich in Stich gelassen. Dann kam er zu, am selben Tag noch, hat mich meine Herzdame verlassen. Und dass der König dann auch nichts mehr retten könnte, das ist ja... Ich hab sie dabei, die drei. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sind ja schon schön, wenn man jetzt nicht so genau schaut. Aber dann, wenn man, aber ich habe es trotzdem nicht mehr anschauen können. Gell? Ich dachte, ja, bevor die jetzt rumliegen oder was, lasse ich sie verschwinden. Und dazu habe ich einen ganz einfachen Trick angewendet. Switch. Switch. Mach mal ein wenig dunkler. Ich habe da eine große Schüssel Wasser. Und in die kann ich jetzt einfach meine Karten reintauchen und dann verschwinden die. Welche wollt ihr denn, dass ich verschwinden lasse? Bube, Dame, König. Bube! Hier ist der Herzbubi. Und wenn man den jetzt ins Wasser reinhebt, so dann ist er weg. Geh mit der Dame auch. Versenke es mal. Wenn man jetzt aber diese Karte nicht senkrecht reintaucht, sondern schief zum Beispiel, dann wird sie wieder sichtbar.
So, woran liegt das jetzt? Das ist ganz einfach. Ich habe einen Trick angewendet. Ich habe diese Karte hier. Switch. Ich habe hier eine Hülle genommen, die Karte, und die Karte in die Hülle. Dadurch ist es dann passiert, dass diese kleine durchsichtige Schicht eine Grenzschicht zwischen Wasser und Luft bildet. Die Luft in der Karte. Wenn ich das jetzt ins Wasser reintauche, kann es mir passieren, dass Totalreflexion stattfindet. Totalreflexion findet nur dann statt, wenn ich von einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium übergehe, also von Wasser in Luft. Ja. Und wenn der Winkel, in dem man draufschaut auf diese Situation, ja, also dann auch der, in dem das Licht von unten einfällt, groß genug ist, habe ich Totalreflexion und die Karte verschwindet. So, gut. Krampus? Ja? Ja? Ja, du könntest dich mal wieder wegen waschen. Du schaust aus wie, du weißt Bescheid, die Karte, wo gefehlt hat. Nur weil du die ganze Zeit mit Wasser rumplanscht. Mit was soll ich mich denn waschen? Ja, die ist mir so wurscht. Hauptsache, dass du nicht mehr so Ding. Also ich wasche erstmal das Innere von meinem Hut, das ist ganz wichtig, weil mein Gesicht ist ja fast nicht dreckig. Was hast du mir denn da wieder für eine Flüssigkeit hingestellt? Die läuft ja da einfach durch. Ja, frag doch, ja, Stickstoff halt dann. Stickstoff? Ja. Ich brauche doch Wasser zum Waschen. Wo ist denn Wasser? Ja, puh, richtig, ich gebe dir, ja, hol dir. So, das fließt nicht durch. Jetzt ist er auch schon sauber, der Hut. Aber warum fließt der Stickstoff durch den Hut durch und Wasser nicht? Naja, zum einen ist der Stickstoff, die Moleküle vom Stickstoff sind kleiner als die vom Wasser. Deswegen kann der Stickstoff einfach durch den Filz durchdringen und das Wasser nicht. Zum anderen ist das Wasser hier drin einfach auch gefroren. So, ich wollte euch das aber eigentlich nicht mit der PowerPoint-Präsentation zeigen, sondern anhand der Tafel. Ich habe auch meine Tafel vorbereitet. Die ist ja nass. Auf nasser Tafel lässt sich schlecht schreiben. So. Allerdings ist das ziemlich veraltet, auf der Tafel zu schreiben. Aber ich habe ein neues Experiment herausgefunden mit einer Tafel und einer Kreide. Und zwar, wenn ich die Kreide in Flüssigstickstoff reinhalte. Dann wird die voller, also die Kreide ist ein bisschen porös, dann wird die voller Flüssigstickstoff. Dankeschön. Ein kräftiger Applaus an das Rentier. So, und wenn ich die Kreide jetzt auf die Tafel lege, dann fängt die das Schweben an. Ja, das sieht man daran, dass die Kreide überhaupt keine Reibung hat, sondern auf der Tafel hin und her flitzen kann, wie sie gerade will. Im Vergleich dazu, eine normale Kreide, die nicht im Flüssigstickstoff drin war, ist viel langsamer. So, aber warum kann die Kreide schweben? Dazu nehme ich wieder die
neue Technik, die PowerPoint-Präsentation her. In der Kreide ist Flüssigstickstoff. Wenn ich die Kreide jetzt auf die Tafel lege, erwärmt sich die Kreide und der Stickstoff verdampft und bildet unter der Kreide ein Luftkissen. Ja? Der Dampf strömt nach unten aus und bildet wie beim Luftkissenboot auch ein solches Luftkissen, auf dem die Kreide schweben kann. Deswegen kann die Kreide schweben. Ja, Krampus, danke schön. Aber jetzt du hast ja wieder nachgefüllt den Stickstoff, weil ich habe nämlich den Engel. Weil ich habe ja nämlich den Engel eine Rose gekauft. Jetzt ist es ja so, dass diese Rosen ja nicht so billig sind. Und da habe ich gedacht, ich kaufe sie gebraucht. Jetzt, eine gebrauchte Rose. Ja, es ist halt das Problem, dass wenn das dumm läuft, hält die nicht lang. Und dann kommt mir der Engel drauf, weil dann ist er wieder sauer. Weil ich will mich entschuldigen, dass ich so böse war. Und meinst du, also ich weiß, wenn ich also was eingefriert, dann hält es länger. Ja, komm, tauch's in den Flüssigstickstoff rein. Ja, ja. Mach ich. So, vorwärts, weil das hinten ist ja egal. Okay. Geht die da gar nicht rein. Du, läuft. So, und jetzt gefrierst du es? Super. Mensch. Ja, jetzt gefriere ich es. Reicht schon? Ja, ist schon genug gefroren. Ja. Engel! So, Engel. Ich habe extra eine Glocke für den Engel dabei. Weißt du was, wir tun den auch einfach in den Flüssigstickstoff rein. Ja, der hört sich auch länger dann. Die Glocke ist aus Blei, das ist zu weich, das klingt nicht. Das ist wie bei der Hundepfeife, das hört nur der Hund. Ja. Das ist eine Engelsglocke. Wenn ich jetzt das Blei gefriere, dann wird es hart. Ja. Dauert ein bisschen. Und wird auch langsam auch kalt. Die Rose schaut ja nicht mehr so schön aus, wie es, wo ich gekauft habe. So, jetzt probieren wir mal aus. Oh ja, ja, jetzt hörst sogar ich. Wo Engel, bist du wieder? Engel, ich habe für dich extra was hier gebracht. Mann. Eine Rose habe ich dir gekauft, weil ich ja immer so böse war zu dir. Ja, also hier, ja, hier, hier, ja. Ha, oh. Es war nur. Krampus? Das funktioniert ja gar nicht gescheit. Also echt hier. Wir machen jetzt das Ganze wieder rückwärts. Na, so. Einfach. Ich gehe einfach. So. Ja, jetzt höre ich es auch. Was ist Hallo Engel. Ich habe da was vorbereitet für dich. Mensch, so eine schöne Rose. Ja, Engel, für dich, ne? Oh! Die war zu schwer, ich konnte es nicht mehr festhalten. Aber Engel, es tut mir so leid. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Also Nikolaus, weil es ja auch nett gemeint war, ich habe auch was für dich vorbereitet. Ja. Und der Krampus und das Rentier waren so nett und haben mir dabei geholfen. Ja. Dann haben wir ein Mikro. Bitte Ruhe. Dauert jetzt ein bisschen, also das Orchester braucht auch zum Stimmen.
Hört man das eigentlich? Okay. Also jetzt seid ihr bereit? Dankeschön, meine Freunde, dankeschön. Das war ja wunderschön. Aber wie funktioniert das eigentlich? Kann mir das einer erklären von euch? Natürlich nicht, habe ich mir gedacht. Memo mich selbst, Münchner Publikum, saublöd. Nein. Ich erkläre es euch. Nikolaus, Frau, Applaus bitte. Also wir haben hier einen Finger und ein Glas, schönes Glas. Wenn ich jetzt den Finger, wenn ich das Glas auslenke, habe ich Haftreibung. Wenn ich da noch ein bisschen kräftiger Druck, geht es über in Gleitreibung, dann schwingt das Glas zurück, Rückstellkräfte. Und wenn ich dann wieder, wenn es zurückgeschwungen ist, bin ich wieder in der Haftreibung. So ist das ein Prozess, der geht hin und her, Haftreibung, Gleitreibung. Ja, und wenn ich das dann kontinuierlich über das ganze Glas mache, dann versetze ich das Glas in Eigenschwingung. Und jetzt kommt ein Ton raus. Aber jetzt haben wir ja nicht nur einen Ton gehört, wir haben ja mehrere Töne gehört, wir haben ja sogar Lidl gehört. Ja, jetzt überlegen wir uns natürlich, wie kommen da unterschiedliche Tonhöhen zustande. Weiter. Also, wenn man das Glas nicht füllt, und wir haben zwei unterschiedliche Gläser mit unterschiedlichen Radien, dann ist das Glas hat einen höheren Ton, das einen kleineren Radius hat. Ja, ist klar, die Eigenfrequenz von dem Glas ist höher, damit ist auch der Ton höher. Wenn man jetzt zwei gleiche Gläser hat und die mit Wasser füllt, dann hat das Glas den höheren Ton, wo weniger Wasser drin ist. Ja, mehr Wasser, mehr Trägheit, Eigenfrequenz von dem System sinkt wieder. Und am Schluss haben wir auch den letzten Effekt, das ist die unterschiedliche Dicke des Glases. Wenn ich jetzt ein Glas mit dickerem Glas habe, dann ist die Steifheit höher und damit die Eigenfrequenz höher, weil das Glas praktisch, weil die Eigenfrequenz wieder höher ist. Und jetzt Applaus nochmal für unser Orchester. Okay, das muss jetzt hier haben. Thank you.
Das sieht man doch an meiner Gehör. Guten Tag. Nee, ich kann nicht gut. Ich kann nicht mehr guten Tag hören. Warte jetzt. Ja, klar. Scheiße, wo ist das Bild? Ich hab's gesehen und ich weiß, wo es ist. Ich sehe es, ich sehe es. Es ist da oben. Scheiße! Was? Was? Du sollst die Nase spitzen, Mann! Das war Spitze! Alex, warum verbiegst du die so? Ich weiß auch nicht, ich bin ein Grobmotoriker. Die Freude über diesen Start, der gelungen ist, ist nahe an der Unbeschreiblichkeit. Ich kann auch sagen, dass kannst du mir jetzt noch einfach warten, warum redest du in diese Plastikflasche? Ja! Das ist nicht angeschlossen. Das ist jetzt natürlich eine Fangfrage, sozusagen, die ich schwer beantworten kann. Ich versuche es in einigen Worten, wenigen Worten zusammenzufassen. Ich weiß es nicht. Aber, warte, ich muss die Mikros ausrechnen. Ja, ich habe hier auch noch ein Mikrofon. Da kann man sehr außerordentlich gut hineinsprechen. Ich sage nur, wir freuen uns über den gelungenen Start. Von Waldi komme ich her, wo es bitterkalt ist, weil ich immer so wenig anhabe. Und sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt... Ja, eure Lehramtler. Raketenstart mit Hindernissen. Wir machen jetzt Rekord. Ach, sieh das. Ich mag keine Spuren. Nein, ich hab nicht gesagt! Hab ich nicht gesagt! Ich hab gemeint, also, verstehe, also, Ding jetzt. Hab ich nicht gesagt, das ist Verschiebung. Das ist total aus dem Zusammenhang gerissen. Lieber Mann, sag mir meine Rute. Hell ist mein Licht. Hell ist mein Licht. Dani, du hast einen. Scheint mir gerade ins Gesicht. Servus. Ich bin der einige Sohn Nikolaus. Sag mal stopp! Sag mal stopp! Das. So, hier. Also. Scheiße! Boah, die war gut! Dann möchte ich noch was sagen. Ich hab ja nicht so viel Ahnung von Physik, aber der Christian, der gefällt mir so. Das ist so ein fischer Bursche. Da hab ich gesagt, leider kann ich nicht Nein sagen. Das geht nicht. So, ich, jetzt noch ganz schnell was, die Musik, genau. Ja. So, also, ich glaube, es hat allen wunderbar gut gefallen. Dafür schon mal einfach so nochmal herzlichen Dank. Und bei der Danksagung möchte ich natürlich ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich möchte als erstes dem Verein der Freunde und Förderer der Physik danken dafür, dass sie heute den Glühwein und die Lebkuchen
bezahlt haben, uns gesponsert haben. Wir haben auch ein paar Karten ausgelegt. So eine Vorlesung ist natürlich eine Teamleistung und insofern möchte ich jetzt auch einfach nochmal Dankeschön sagen für dieses Engagement und auch die viele Zeit, die das gesamte Mannschaft in die Vorbereitung hier gesteckt hat. Wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet, einfach nur, um Danke zu sagen. Ich darf vielleicht erstmal anfangen, ich muss das jetzt hier so ein bisschen hinlegen, weil ich nur zwei Hände habe. Ja. Ich fange vielleicht mal mit dem Christoph Dollinger an. Huch! Ja, genau. Halt, blau. Genau. Christoph, vielen Dank. Und Peter Mayer. So. Dankeschön. Den Florian Gaslich. Ja. Dankeschön. Der Julia Nitschke. Halt, das habe ich genau. Das ist die Rot. Das ist das genau so. Der Sandra Geltinger. Dankeschön. Dem Florian Königsberger. So, und es ist natürlich bei allen Teamleistungen so, es gibt immer so ein paar, die die ganze Mannschaft antreiben. Das ist in diesem Fall hier die Felicitas Birkelbach gewesen, habe ich mir sagen lassen. Herzlichen Dank. Und die Daniela Scharfstadt. So, ich war natürlich erleichtert, dass der Nikolaus heute ganz viel Physik gelernt hat. Das ist der Alexander Wepner. Ja. Herzlichen Dank. So. Ein kurzes Wort zur Vorgeschichte von dieser Vorlesung. Das ist etwas aus einer Verlegenheit entstanden im Sommersemester. Und zwar hat es dann etwas einen Engpass gegeben mit dem Praktikum und dann hat man gesagt, man bereitet eine entsprechende Vorlesung vor. Und das ist in der Vorlesung vom Herrn Krücken entstanden. Insofern gilt auch ein Riesendank dem Herrn Krücken dafür, dass er sich da so engagiert hat. Also ich habe das nur geerbt sozusagen. So, und zu einer guten Mannschaft gehört natürlich auch ein guter Trainerstab. Und der Trainerstab ist hier in Person vom Herrn Grissierer und vom Herrn König, die ich auch gerne vorbitten möchte. Also auch das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es ist wirklich so, dass wir so ist das mit der Experimentalphysik, ja. Ja. Okay. Also nochmal herzlichen Dank und zwar nicht nur für diese Vorlesung, sondern für Ihr ganzes Engagement um die ganzen Experimentalphysik-Vorlesungen herum. Also wir würden wirklich ganz schön dumm dastehen ohne Sie beide. Ja. Ja. So. So, das war's. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnacht und ein frohes neues Jahr. Ja.